Macht ist mehr als nur Eroberung, Scarlet. Keine Opfer. Genau wie gewünscht. Jade, alles in Ordnung? Wir müssen Baraka finden, um Kotl zu retten. Baraka kommt nicht mit. Kotls Hass auf die Takatana sitzt zu tief. Ohne mein Einwirken hätte er sie alle hingerichtet. Yeah. Kotl hat seine Absichten deutlich gemacht. Baraka, hör bitte zu. Es müssen keine Takatana mehr sterben. Kotl Kahn betreut alle Takatana. In der neuen Ära wird Shao Kahn herrschen. Fight. Mich an, Baraka. Ich sage die Wahrheit. Jade, Lu Kang, Kung Lao, haltet euch zurück!
Tracker. Sprich, du hast dir die Chance verdient. Seit Jahrtausenden hetzt Shao Kahn die Völker der Außenwelt gegeneinander auf. Und wofür? Die Ehre, in seinen Kriegen zu sterben? Wir müssen füreinander kämpfen, Baraka. Nicht gegeneinander. Kautel will uns tot sehen. Das hat er mir ins Gesicht gesagt. Hilf uns. Ich sorg dafür, dass du an Kautels Tisch sitzt. Was bist du lieber, Baraka? Shao Kahns Sklave? Oder Kotel Kahns treuer Verbündeter? Niemand hat den Takatana nie so ein Angebot gemacht. Doch das sind deine Worte, nicht seine. Hilf mir, Kotel Kahn zu retten. Wir fragen ihn gemeinsam. Hey, wenn er weniger anbietet, schlitz ich ihm die Kehle auf. Bietet er weniger an, Baraka? Helfe ich dir dabei. Ihr habt zu lange durch die Hände dieses Usurpators gelitten. Doch ich bin wieder da und werde euch vor seinem Wahnsinn retten. Nur ich kann das Imperium wieder aufbauen. Alle Reiche werden vor mir erzittern. Die Außenweltler werden wieder Eroberer sein und nie mehr Eroberte. Kühnheit versteckt, Kitana. Hättest du sie früher gezeigt, dann hätte ich Melina nicht gebraucht. Meine Schwester war ein gottloses Monster. Genau wie du, Vater. Undankbares Weib. Wirfst dein angeborenes Privileg einfach weg. Wer bist du, über mich zu urteilen? Du musstest nie Kälte oder Hunger leiden. Wäre es so gewesen, würdest du Shao Kahns Geschenke zu schätzen wissen. Fight! Let's go.
dankbar, dass du noch atmest. Vor dem Sieg? Du bist so schwachköpfig wie Jared. König Jared, der Vater, den du ermordet hast, dem du mich stahlst. Ich wollte Jareds Frau und nicht seine Erbin. Ich behielt dich nur, um sie zu beschwichtigen. Erwarte diesmal keine Gnade. Fight! Grausamkeit werde ich nicht erben. Sie hat's geschafft. Natürlich hat sie's. Spürst du etwas? Shao Kahn hat mich zum Krüppel gemacht. Jetzt bin ich wehrlos. Nicht mit mir an deiner Seite. Du willst mich, trotz meines kalten Herzens? Ich kenne dein Herz. Es kann sich ändern. Es ist vorbei, Kotal Kahn. Der Thron ist gesichert. Danke. Baraka, Shiva, ich habe euren Völkern nicht geholfen. Und doch habt ihr mir geholfen. Das werde ich euch niemals vergessen. Wir brauchen keine Almosen. Wir werden zusammen über die Außenwelt herrschen. Das hat... nun sie zu entscheiden. Was? Der Thron ist dein. Du hast die Außenwelt vereint, Kitana Khan. Sie ist jetzt offiziell eine Nummer zu groß für dich. Welche Ehre, Kotal. Von heute an sollen all unsere Völker gemeinsam kämpfen. Yeah!
ganzen Welt lassen hoffen. Wo Kronikas Turm steht, bleibt jedoch weiterhin ein Rätsel. Er liegt jenseits der Reiche und außerhalb meines Blickes. Kennst du einen Charon, Raiden? Charon, natürlich. Wer ist Charon? Der Meister des uralten Schiffs der Toten. Sub-Zero und ich sind ihm als Wiedergänger begegnet. Er reist im Raum jenseits der Reiche und bringt verdammte Seelen in das Unterreich. Falls der Turm dort ist, weiß Charon vielleicht wo genau. Würde er uns helfen? Gut möglich, aber sicher ist nichts. Bitte geht dem unbedingt nach. Wir brechen sofort auf. Die Armee der Außenwelt zu haben ist gut. Aber noch mehr Verstärkung wäre nicht schlecht. Die Shaolin schließen sich uns an. Lu Kang und Kung Lao sind unterwegs, um die Mönche zu unterstützen. Gut. Dann werde ich Johnny und Sonjas Spur folgen. Ich komme mit. Dann gehen wir beide. Nein. Raiden braucht dich für eine Mission. Wir müssen Sonja zurückholen. Zweifellos. Aber Kronikas Verhalten macht deutlich, dass sie zwar mächtig, jedoch nicht allmächtig ist. Warum sonst würde sie versuchen, Jinsei zu stehlen? Vielleicht muss sie noch ihre Kräfte sammeln. Durchaus eine Möglichkeit. Was passiert dann? Da die Jinsei-Quelle der Drachengrotte versiegelt wurde, gibt es im Erdenreich keine größere Energiequelle als den Brunnen der Seelen unter Sheng Tsungs Insel. Dann sehen wir uns das mal an. Ich kann leider nicht mitkommen. Ich muss nach Anzeichen für Kronikas Manipulation der Zeit Ausschau halten. Wir haben unsere Pflichten. Ich habe gehört, du hast Shinnok besiegt, Cassandra Cage. Du wirst Leute wie Kano besiegen. Doch gib Acht. Wenn Johnny oder Sonja sterben, endet deine Existenz. Dann kann ich dich leider nicht mehr retten. Faire Kämpfe sind langweilig. Also ist Sonja die Schlampe, die mich ausnutzt? Sie nutzt dich nicht nur aus, Kipper. Sie macht's auf die Black Ops Art. Elektroschocks, Messer, alles sehr blutig. Ich hab dich selbst zusammengeflickt. Naja, das meiste. Sie ist tot. Tut ihm das Missrecht und Ordnung wirklich an? Na, aber jetzt ist er motiviert. Hoffe, du bist bereit für ein wenig Präventivrache. Wovon zur Hölle sprichst du, Kabal? Du hast mich für Infos über den schwarzen Drachen gefoltert. Fight! Langsam. Yeah!
im Knast. Langsam. Glaub nicht jedes Gerücht, das du hörst. Ich hab satt, euch Clowns zu unterhalten. Kommt rein, ihr Feiglinge. Verlockend, Schätzchen. Aber unser nächster Herausforderer ist ein Prachtstück. Kämpf nicht gegen ihn. Dann bist du ganz bestimmt. Sonst sterbt ihr beide. Hey, kein Scheiß. Ihr tötet uns, ob wir kämpfen oder nicht. Hast mich enttarnt, Schätzchen. Liefere eine gute Show ab, ja? Da wird's weniger schmerzhaft. Na los. Du wolltest mich schon den ganzen Tag schlagen. Das ist deine Chance. Und denen die Befriedigung verschaffen, unseren Kampf zu sehen? Vergiss es. Du hast gesagt, sie töten uns eh. Mit einem Kampf können wir Zeit gewinnen, um einen Ausweg zu finden. Also sei keine Diva und schlag mich. Heute wissen, wie ein Knockout aussieht. Sonya Blade erledigen. Fight! Disziplin.
Transport. Wir müssen uns zum Treffpunkt durchkämpfen. Die wirst du brauchen. In dieser Zukunft. Ich lebe und du bist mausetot. Nur leider haben dich diese Unterreichsspießer erledigt. Bedauerlich. Lass es uns nochmal versuchen. In dieser Zukunft magst du leben, aber das kann sich ändern. Weil dich aus. Disziplin.
Ich verschaffe dir eine Pause. Das ist aber verzwickt. Kannst du sein Genick schneller brechen, als ich den Schönling hier ausweiten kann? Denk dran, es gibt zwei für einen. Stirbt er, geht deine Kleine auch drauf. Danke, Kano. Wofür? Dass du mich an die Regeln erinnerst. Netter Trick. Den klaue ich mir für Timequake. Wollen wir mal essen gehen? Als Dank dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Und als Entschuldigung für mich. Kein Druck, keine Romantik. Geduld ist eine Tugend, Cage. Was ist das? Besondere Gastschurke. Geras, Chroniker Schläger. Angeblich kann man ihn nicht töten. Ich habe in Fatal Infinity gegen so einen gekämpft. Bringt ihn hier raus. Ich werde dieses Ding beschäftigen. Sonya Blade, die Mutter von Cassie Cage. Ja, und weiter? Cassie Cage hat Shinnok besiegt. Den Sohn von Chronika. Ich räche ihn für seine Mutter. Fight! Nicht.
dich von meiner Tochter fern. Jetzt wirst du nicht mehr wiederkehren. Alles okay? Ach, alles gut. Bin härter, als du denkst. Hör mal. Das, was ich in der Basis über die Mission gesagt habe, war nicht fair. Du bist eine echt gute Soldatin. Ich bin so stolz, dass ich mich schon fast auf einem Date mit Johnny sehe. Fast. Ich wünschte, ich könnte zurück. Die letzte Mission neu angehen. Zu erfahren, wie ich sterbe oder sterben könnte, war nicht einfach. Aber ich habe den Bericht gelesen. Du hast Befehle befolgt und deinen Trupp gerettet. Ich bin froh, dass mein Opfer das Erdenreich gerettet hat. Und dich. Außerdem hast du Raiden gehört. Es wird nie wieder so, wie es mal war. Wir alle müssen unser Schicksal wählen. Liu Kang und Kung Lao meinten, was sie über ihn gesagt haben. Alle Trupps zurückziehen! Sofort, raus da! Er ist gescheitert. Wenn er zurückkehrt, werde ich ihn für den finalen Kampf stärker machen. Sprich, Liu Kang. Wir haben Shao Kahn verloren, seine Außenweltarmee und jetzt den schwarzen Drachen. Während Raidens Verbündete Zeit beim Kampf gegen Kano und Shao Kahn verloren, konnten wir mit unserer wichtigsten Arbeit ungehindert auf Shang Tsungs Insel fortfahren. Die Insel liegt in Trümmern. Was könnte dort... Die Zeitbeherrschung verbraucht jede Menge rohe temporale Energie. Sterbliche Seelen enthalten eine ganze Lebenszeit dieser Energie. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde des Lebens wird darin gespeichert. Shang Tsung hat sich von Seelen ernährt. Er hat sie gesammelt. In seinem Brunnen der Seelen, der sich unter seiner Insel befindet, unberührt. Ein Schicksal, das ich für Shang Tsung erschuf, falls ich es mal brauche. Shang Tsungs Seele wird mir gehören. Wie sieht's aus? Noch kein Zeichen von der mystischen Barriere, die du erwähnt hast. Oh, du wirst es merken, wenn sie auftaucht. Wie geht's dir? Als ob ich nach langer Zeit wieder bei mir bin. Ich wurde in die Tiefen dieser Welt der Götter und Monster geworfen. Jetzt, da ich meine Zukunft kenne, kann ich wieder Luft schnappen. Diese Dinge, die ich erlebt habe oder erleben werde... Wie Raiden sagte, es wird anders sein. Das klingt doch gut. Die Dinge, die mein Dad erlebt hat. Sein furchtbares Trauma. So haben sich meine Eltern kennengelernt. Sie verliebten sich, als er sich erholte. Wenn diese Dinge nicht geschehen, triffst du Mom nicht. Dann werde ich nie geboren. Jackie, ich kann nicht behaupten, dass ich dieses Kosmoszeug verstehe. Aber du bist aus einem bestimmten Grund hier. Du bist nicht irgendein Unfall. Das hoffe ich.
Shenzhongs Insel. Da wären wir wieder. Damals beim Turnier waren überall Leute. Diese Typen sahen deutlich jünger aus. Als wäre es gestern gewesen. Nach Shenzhongs Tod ist dieser Ort ebenfalls gestorben. Niemand da. So viel zur Tarnung. Hätten die Jungs mitbringen sollen. Ich hoffe, dass Raiden mit dem Brunnen der Seelen falsch lag. Ich möchte hier nicht länger als... Mehrere Kontakte. Wie viele? Zwei, aber einer umkreist uns ziemlich schnell. Chronika wusste, dass Raiden jemanden herschicken würde. Ich nehme mir den Flitzer vor. Ich habe dir im Unterreich begraben. Du hast wohl eine masochistische Ader. Diesmal sind da nur du und ich. Kein Schloss, unter dem du mich begraben kannst. Hat dir das wehgetan? Du hast keine Ahnung. Fight! Das hat wohl mehr wehgetan.
nicht bei ihrem Werk stören. Stören? Eher beenden. Du lässt die Finger vom Brunnen der Seelen. Du bist nicht so stark, wie du glaubst, Jax. Sandel hat kurzen Prozess mit dir gemacht. Ich hab Kitanas beste Freundin. Ich verdient wohl Respekt. Diese Version? Eher nicht. Erspar mir dein Mitleid, Erdenreichlerin. Fight! Ich habe nur noch Mitleid für dich. Genug mit dem Totentanz. Raiden meinte, sein Seelenbrunnen wäre im Untergrund. Hier lang. Das ist Goros Versteck? Netterweise ohne Goro. Bei meinem ersten Turnier hat mich Shang Tsung hier eingesperrt. Dachte nicht zurückzukommen. Weißt du noch, wo ein Seelenbrunnen sein könnte? Keine Ahnung, ich wurde übel zugerichtet. Die Erinnerungen sind unscharf. Diese Krone. Fünf Mäuse, das die Kronika gehört. Sie entzieht dem Brunnen Seelen. Dieses Ding ist sicher bewacht. Schnappen wir es uns, bevor die Wache zurück ist. Ich war nie weg. Ah!
wer das ist? Der erste Sub-Zero. Scorpion hat sein Rückgrat rausgerissen und es in Shang Tsungs altem Thronraum zurückgelassen. Die neue Ära wird dies aus der Geschichte streichen. Genug mit dem neue Ära-Schwachsinn. Du schreibst die Geschichte nicht neu. Sieger schreiben Geschichte.